Audio 1, 2, 3, könnt ihr mich hören? 3, 4, 5, 6, ja. Super, hervorragend. Ich fand es vorhin so witzig, dass das Erste, was ich aufgeschrieben habe, wir begrüßen dich. Und dann dachte ich mir so, das klingt ja so, als hätte ich das gesagt. Und dann kam zurück, was erwartest du? Das Erwartbare kam ja dann so, das war wie so ein, ja, wie eine normale Kommunikation. Und bei den Antworten, bei den Fragen, die ich dann gestellt habe, war die erste, werde ich immer weiter lernen, so im Jenseits? Dann kam die Antwort schneller als jetzt. Das hat mich ein bisschen überrascht. Meine zweite Frage war, warum bin ich dann hier? Und dann kam, um zu erfahren. Und dann, also ich habe einfach gefragt, weil das lief so. Und dann habe ich noch die Frage gestellt, werde ich Lesen im Beruf einsetzen? Also ich arbeite als beratender Ingenieur, ist jetzt nicht ganz so naheliegend. Und die Antwort hat mich dann überrascht, da kam dann mehr als erwartet, also als Antwort. Und das floss dann so. Du kannst den Unterschied feststellen, da, also energetisch und auch im Pronomen. Bei dieser ersten Frage, was ist am wichtigsten für mich über mein Leben zu diesem Zeitpunkt zu wissen, habe ich vorher auch mit einer Frage geantwortet, bleibe ich gesund im Fluss, mit dem Ich drinne? Und die zweite Antwort war jetzt, mach alles auf und lass die Energie fließen, durch den Kanal, durch alle Chakren, hör auf zurückzuhalten, sei ganz im Jetzt wie ein Kind, freu dich, sei spontan, liebe, was du tust. Und später habe ich mir das nochmal durchgelesen, dann kam noch, tue, was du liebst, dazu. Und das ist eine ganz andere Qualität als bleibe gesund im Fluss, ja, was komplett anderes. Ja. Funktioniert. Ein richtiges Rezept, um gesund zu bleiben, ne? Wenn du stimmt. Dir das anguckst. Stimmt, 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 stimmt. Ja. Wenn man den Zusammenhang sieht, ja. Ja. Ist ein wichtiges Rezept mit dem für das, was uns eigentlich gesund hält. Man denkt oft, gesund essen und Gymnastik machen oder rennen oder was auch immer. Aber das, was wir dir gerade gegeben haben, ist das eigentliche Rezept, um gesund zu sein. Stimmt. Ja, sehr schön. Das, danke. Ihr werdet euch daran gewöhnen, dass die Antworten kommen. Und wenn man sie sich so durchliest, ja, hört sich ganz schön an. Aber wenn man sie sich nochmal durchliest, dann versteht man erst die Schwerhaftigkeit, wie viel Energie eigentlich in so ein paar Worten mit drin steckt. Ich werde euch deshalb immer wieder daran erinnern, könnt ihr es fühlen, guckt es euch nochmal genau an. Da steht so viel mehr als nur 5 Wörter oder so. Also da ist so viel Energie mit. Und bei dir habe ich das gerade richtig gespürt. Ja, wie viel Liebe da auch mit durchkommt. Tue, was du liebst. So, wenn lesen, liebe, was du tust und tue, was du liebst. Ja, ja. Und wenn du das irgendwann liest, liebst, dass du liest, dann tust du es mit in deine Energie rein, in deine Arbeit mit rein. Wir haben Anwälte, die Akasha-Chronik erst befragen. Also von daher ist es nicht unmöglich, okay? Danke.